So, jetzt zeige ich euch was Lustiges. Einmal an die Hand dehnen und einmal an die Hand ziehen. Na, also ich bin jetzt hier mal das Pferd und jetzt dehne ich die Oberlinie. Ja, ich dehne die Oberlinie an die Hand ran. Ja, die gesamte Oberlinie dehnt sich damit. Da dehne ich den ganzen Hals, den Rücken, alles so. Ne? Wenn ich jetzt nur an die Hand ziehe mit dem Gebiss und nur mit dem Hals, kann ich auch an die Hand ziehen. Ne? So zieht das Pferd auch an die Hand. Ne? Dann zieht es eben. Ne? Und das ist, da wird hier die Unterhalsmuskulatur drückt sich raus. Ne? Also an die Hand dehnen. Das ist etwas ganz anderes, biomechanisch. Ne? Das Pferd dehnt sich über die gesamte Rückenlinie an die Hand heran. Es ne? kann aber auch den Rücken hängen lassen und sich und an die Hand ziehen. Geht auch, ne? So. Ne? Aber dieses durch den ganzen Körper an die Hand herantreten, dieses an die Hand dehnen, ist für mich echt etwas anderes als an der Hand oder an die Hand ziehen. Ich mag dieses Ziehen eben nicht, sondern das ist eine Sache, die durch den ganzen Körper läuft. An die Hand dehnen.